Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute mal das Thema dem falschen Anhängen oder dem falschen Nachlaufen. Wir lesen Apostelgeschichte 8 und dort ab Vers 11. Sie hingen an ihm oder hingen ihm an, weil sie lange Zeit gebannt wie gefangen waren von seinen Künsten. Da war ja Simon, dieser Zauberer, und er hat da also sein Unwesen getrieben, hat Menschen an sich gebunden, hat sie ausgenutzt. Er hat letztendlich in eine Überlegenheit sich gebracht und die Menschen in Unfreiheit gebracht. Was die Bibel uns hier zeigt, ist, was Jesus auch schon sagt und was er nicht nur außerhalb der Gemeinde formuliert, sondern sogar bis hinein in die Gemeinde, dass er sagt, es werden wie Wölfe sein unter den Schafen. Und sie werden ihr Unwesen treiben und an der Frucht könnt ihr sie erkennen. Und genau das ist immer wieder ganz entscheidend, dass wir in unserem Leben schauen, woran hänge ich eigentlich, wem folge ich und wo mir Menschen anvertraut sind, wo führe ich sie hin. Jesus lädt uns ein, dass wir ihm folgen. Er, der uns freisetzt, er, der uns liebt, er, der uns in ins Leben, ja, wie die Bibel sagt, wie Jesus selber sagt, vollkommenes Leben führen möchte. Und ihm sollen wir nachlaufen. Und das bedeutet, dass es nicht das Ziel ist, dass wir Menschen an uns binden, Menschen an eine Sache binden, sondern dass wir Menschen an den lebendigen Glauben zu Gott hinführen. Und das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte, wo jeder selber schauen muss, auch in Verantwortung, wo stehe ich denn? Das gilt dann auch zu überprüfen, was hat denn Einfluss auf mein Leben? Wo laufe ich denn nach? Ist es Erfolg? Ist es Sicherheit? Sind es andere Dinge? Ist es in die Freuden des Lebens? Wir könnten ja vieles hier anführen. Damals war es so, sie hingen an ihm. Sie waren begeistert, boah, was der kann. Und vielleicht auch an Wahrsagerei, an anderen Dingen, an Zauberkünsten. Und sie haben ihn verehrt wie einen kleinen Gott. Und da gilt es auch wieder, uns zu überprüfen in unserem Leben. Gott selber sagt, stellt mich an die erste Stelle, habt nicht andere Götter neben mir. Und nun muss es ja nicht irgendeine Figur sein, die man anbetet und davor niederfällt. Nein, es können auch Menschen sein, es können Dinge, Überlegungen, Ideologien sein, vor denen man sich beugt und sagt, das ist jetzt Lebensziel und Sinn von mir. Jesus sagt, ich bin gekommen, euch frei zu machen. Es ist letztendlich diese Freiheit, in die er hineinführen will, wo wir merken, dass Dinge ungesund werden, wo wir in Abhängigkeiten kommen, wo wir merken, ich komme davon nicht mehr los, dass wir das zu ihm bringen dürfen und dass wir ihn bitten dürfen, dass er uns freisetzt und dass er uns Ausrichtung gibt, dass er uns auch einen Blick gibt, die Wahrheit in unserem Leben, dass wir letztendlich durch ihn in dieses vollkommene, freie Leben hineinkommen, wo er durch sein Denken, wo er durch sein Wesen, durch seine Liebe, durch seine Güte uns erfüllen möchte. Und das Erstaunliche daran ist, dass die Bibel uns zeigt, dass Gott dann ganz unabhängig sogar von Umständen Freude und Frieden und dieses Glück letztendlich uns hineingeben möchte. Freut euch im Herrn, heißt es an einer Stelle in der Bibel. Abermals sage ich euch, freut euch in ihm. Ja, das Leben ist für jeden herausfordernd. Und ja, es gibt Dinge, wo wir meinen, ach, wenn ich das habe oder wenn ich jenes erreicht habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Aber wir merken, wenn es allein das ist, dann ist es nicht nur arm, sondern dann laufen wir letztendlich immer wieder neuen Dingen hinterher. Aber in Gott dürfen wir Frieden und Ruhe finden. In Gott dürfen wir, egal wie die Umstände sind, letztendlich wissen, das ist ein Fundament, was nicht wackelt. Das ist eine Freude, eine Quelle von Freude und Leben, die nicht vertrocknet, sondern die jeden Morgen frisch ist. Und so möchte ich uns einladen, dass wir da an diesem Punkt ganz klar sind, wir möchten oder wir sollen Jesus folgen. Wir sollen an ihn uns hängen, an den lebendigen Gott und sagen, erfülle du mein Leben. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir das entdecken und dass wir das erleben. Gott segne euch. Wir sehen uns gerne wieder.